Moin, ich bin Jan und in meinem heutigen Sonos Sub der dritten Generation Review werde ich darauf eingehen, was mir an dem Sonos Sub gefällt und was mir nicht an ihm gefällt. Außerdem werde ich ihn mit dem Sub der zweiten Generation vergleichen und auf die Unterschiede eingehen. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil in meinem Fazit gehe ich darauf ein, ob mir der Sonos Sub gefällt, ob man ihn überhaupt braucht und wenn ja, für wen er Sinn macht. Viel Spaß! Falls du neu auf meinem Kanal bist, abonniere mich doch gerne, um kein weiteres Video über Technik mehr zu verpassen. Würde mich sehr freuen. Ich habe den Sub 3 im Surround Set mit zwei Sonos One SL als Rücklautsprecher und der Sonos Arc Soundbar, zu der ich letzte Woche mein Review veröffentlicht habe, gekauft. Die Oberfläche ist glänzend und sieht sehr edel aus, ist aber natürlich auch ein Staubmagnet. Mit einer Abmessung von 39x40x16 cm ist er für einen Subwoofer nicht besonders groß. Auf der linken Seite des Subs findet man die Status-LED und die Verbindungstaste. Auf der Unterseite die Anschlüsse für Strom und Ethernet. Man kann ihn im Übrigen auch flach hinlegen, anstatt ihn hinzustellen. Die Unterschiede zum Vorgänger, also dem Sub der zweiten Generation, sind marginal. Statt einer runden Verbindungstaste gab es eine eckige Verbindungstaste. Außerdem wurde der Speicher erhöht und der Prozessor verbessert, klangtechnisch unterscheiden sich aber nicht. Mit dem neuen Sonos S2 System und der Sonos Arc Soundbar funktionieren beide Subs identisch. Der Sub der dritten Generation ist also in erster Linie zukunftssicherer. Wie viel zukunftssicherer bzw. wie viel länger er unterstützt wird und Updates erhält, kann man aber zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Falls du den Sub der zweiten Generation hast, würde ich aber aktuell auf keinen Fall upgraden. Wenn du noch keinen Sub hast und einen kaufen möchtest, dann aber wenn, dann den Sub 3, da der Preisunterschied nicht so hoch ist und er eben zukunftssicherer ist. Ein Link zu beiden Subs, wo du die Preise vergleichen kannst, ist übrigens in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Sound. Vorneweg, ich bin kein Audioexperte, werde meine Eindrücke aber aus Sicht eines technikaffinen Endnutzers beschreiben. Der Sub hat einen Frequenzgang von 25 Hertz und zwei Töner, die aufeinander ausgerichtet sind und sich somit gegenseitig quasi canceln, was Gehäusevibrationen auf ein Minimum reduziert. Der Bass ist sehr klar, intensiv und kraftvoll, selbst bei mittleren Lautstärken. Besonders bei basslastiger Musik wie Hip-Hop oder bei Hollywood-Actionfilmen macht er sich sehr bemerkbar und wenn man ihn während man hört ausschaltet, ist es schon ein großer Unterschied zu Arc Soundbar alleine ohne Sub. Man braucht aber definitiv passende Inhalte wie basslastige Musik oder Filme mit entsprechenden Soundeffekten, damit sich der hohe Anschaffungspreis lohnt. Mittels der Sonos App kann man den Sub ganz einfach in ein bestehendes Sonos-System einbinden und man kann auch den Sub-Pegel einstellen sowie den Sub ein- oder ausschalten. Mein Einrichtungsvideo habe ich hier oben in der Infokarte mal verlinkt. Bevor wir zum Fazit kommen, noch eine Frage. Hast du schon ein Sonos-System und überlegst, den Sub dazu zu kaufen? Oder überlegst du dir, ein komplett neues Sonos-System anzuschaffen? Würde mich mal interessieren, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ist der Sonos Sub der dritten Generation also jetzt ein guter Subwoofer? Ja, und zwar ein sehr guter. Die Optik ist extrem edel, die beiden aufeinander gerichteten Treiber, die sich gegenseitig canceln, sind sehr innovativ und der Bass ist klar und intensiv. Außerdem funktioniert er zuverlässig, ist schnell eingerichtet und kabellos. Sollte man ihn also kaufen? Ganz klar, es kommt drauf an. Schaust du hauptsächlich Dokus, YouTube und Nachrichten und ist dein Musikgeschmack eher weniger basslastig? Dann nicht. Schaust du hauptsächlich abends leise Fernsehen, weil du in einem hellhörigen Mietshaus wohnst oder Kinder nebendran schlafen hast im Nebenzimmer? Dann auch nicht. Aber wenn du gerne basslastige Musik hörst, Hollywood-Filme mit Action schaust und auch mal aufdrehen kannst, ohne dass direkt die Nachbarn klingeln können, dann ist der Sub auf jeden Fall interessant für dich. Ob man ihn also kaufen sollte, hängt in erster Linie von der Wohnsituation und den Inhalten, die man konsumiert, ab. Ich jedenfalls bin sehr zufrieden und möchte ihn nicht mehr missen. Schau dir auch gerne meine Sonos-Playlist an. Darin findest du mein Sub-Einrichtungsvideo, mein Review zur Arc Soundbar und weitere Sonos-Videos. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Ciao und bis zum nächsten Mal.